Moin Leute, heute geht's zum dritten Schnitt jetzt. Seit langer Zeit mal wieder auf Grünland was. Wir haben halt den letzten Schnitt jetzt in Mitte Juli oder was, haben wir einen zweiten Schnitt gefahren auf die Flächen. Ungefähr so Mitte, Ende Juli haben wir den abgeschlossen gehabt. Seitdem war ja noch nicht mehr gewachsen. Und es steht auch jetzt nicht viel da auf die Flächen, das werden wir dann gleich sehen. Ich habe jetzt schon den Teil gehauen. Und aber Stellen sind gut, ein paar Stellen sind ganz schlecht. Alles habe ich gar nicht gehauen. Wenn wir eben jetzt unterwegs sind, habe ich hier immer beim Vorbeifahren, Kinder, das ist meine Zwischenfrucht momentan mit viel Ausfallgetreide drin, was eben nicht so schön ist. Hier daneben ist jetzt die Wintergerste, die ist eigentlich super gekommen. Die hat ja die 24 Liter im September nach der Saat drauf gekriegt, gleich einen Tag später. Das war alles ideal. Und naja, war nicht ganz schlecht. So, wie gesagt, die ist alles gekommen. Der Weizen guckt jetzt auch so weit schon durch, wie es sein sollte. Bis auf die letzten zwei Stücken, die ich jetzt Anfang Oktober noch gesät habe, die sind wirklich ganz kleine, gerade dass du einen ganz leichten grünen Film drauf hast, auf dem Feld, sage ich mal. Und naja, sonst ist es soweit halbwegs da alles. Hier ist noch mein anderer Raps zu sehen, der ist auch eben nicht zu schön. Hier am Rand ist es nass, nässer, das ist der dicker, aber sonst in der Fläche ist er nicht so schön. Hier ist eben jetzt Weizen, das Stück, und hier drüben das auch ein bisschen Flecksch. Wahrscheinlich irgendwo ist trockener, irgendwo nicht. Und sind ein paar Stellen gut gekommen, ein paar Stellen nicht. So, und das ist jetzt hier so ein Stück, naja, so war ein Großteil, steht nicht viel da. Aber ich sag mal, in einem normalen Jahr hätte ich es nicht mehr hauen. Aber aufgrund der Trockenheit und dass das Futter knapp wird, zählt dies schon ja daheim. Und aus dem Grund tun wir das jetzt runtermähen. So zusammen gemacht. Ich schätze mal, wenn das hier eine halbe Rolle wird oder was. Aber ich habe jetzt etliche Stellen gehauen. Wie gesagt, ein paar Stellen waren gut, ein paar waren ganz schlecht. Ich habe auch Stellen gehabt, da war noch weniger. Naja, wir gehen jetzt erstmal raus. Ich muss bloß mal schnell gucken auf meine Aufnahme, ob das Ton aufnimmt. Ja, das funktioniert noch. So, eine Seite. Ach, und noch was. Ich bin ja momentan jetzt bloß mit dem Frontbewerk unterwegs. Ich war heute früh erst mit Front- und Heckmähwerk unterwegs. Aber mein Heckmähwerk ist kaputt gegangen. Das zeige ich euch dann am Anschluss, wenn ich vom Hauen wieder rein bin. Da hat es was am, na, was zwischen Anbaubock und Mähwerk ist, der Träger, den hat es aufgedrieselt, der ist aufgerissen. Und muss ich erstmal gucken, was die ganze Sache kostet. Und dann entscheide ich das. Also falscher Knopf gedrückt zum Verfinsperren. Naja, die wollen wir ja deaktivieren. So, jetzt ist es aktiviert. So, und deswegen bin ich jetzt solo unterwegs, bloß mit Frontmähwerk. Und wie gesagt, das muss ich mich erstmal jetzt dann schlau machen, wie und was und ob das noch lohnt für mich, das wieder in Stand zu setzen, oder ob ich an der Stelle leider dann sagen muss, es ist wie es ist. Die Ecke ist neu ansaat, hier war Misthaufen, die haue ich jetzt nicht mehr, da macht das Gras kaputt. Und ja, ist leider so, das passiert natürlich immer in solchen Jahren, wo du es gerade nicht brauchst. Wenn kaputt geht immer noch was, ist klar, aber das ist natürlich gleich so. Aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich das Ende sein von dem Mähwerk. Weil, wie gesagt, das ist ja nur schön, das habe ich ja damals auch gebraucht gekauft. Ich weiß gar nicht, habe ich auch schon. Wie lange habe ich denn das? 2012, 2013 irgendwann gekauft, gebraucht. Und naja, mal sehen, es ist überall stark trocken. Wir haben die ganzen Stellen, weil ich habe ja ein paar nassere Wiesen, wo ich normal in der Jahreszeit da hast du meine Stellen, die kannst du nicht hauen, weil es so viel Schlamm ist. Super Dümpel, die sind alle fortgetrocken. Da fühlt sich gar nicht ab mit irgendwelcher Nässe und dass es irgendwie trifft oder was. Und wie gesagt, hier hinten die Ecke, die selben immer nässer, hier drückt es eben immer ein bisschen, der steht vor ein bisschen besser, hier vorne, naja, brauchen wir nicht drüber reden, oder hier so am Rand verbauen. Das lasse ich gleich ein bisschen aus hier, so eine Ecke. Und naja, es, wie gesagt, bei uns ist keine
keine Aussicht auf Besserung vom Wetter her. Wir hatten, wie gesagt, Mitte September hatten wir ja diese 24 Liter Regen. Die waren auch gut, war auch nötig für die Saat. Und dann hatten wir jetzt nochmal, ich glaube im 2., 3., 4. Oktober war total Mistwetter mit Sturm, ja, und so ganz fein Nieselregen, aber ich glaube, im Ganzen waren da vielleicht 2 bis 3 Liter, 4, 3 Tage verteilt durch den Wind, den wir hatten, ist das wieder weggezischt, das bisschen Regen. Und wir haben jetzt seit einer Woche, ist jetzt wieder richtig warm, über 20 Grad, 22, 23 Grad haben wir jetzt gehabt. Und diesen blöden Wind wieder, der das letzte bisschen Wasser noch wieder wegzieht. Und es ist auch von der Aussicht her keine direkte Aussicht auf Regen. Die haben jetzt mal in der Vorschau, in der 14-tägigen Vorschau, mal einen 1 Liter Regen dran, glaube ich, 2 Tage mit 0,5 und 1 Liter Regen. Das schiebt sich aber, wie gesagt, permanent bei uns immer jetzt so immer hin, dass du in der Vorschau Regen drin hast und der aber dann, wenn es die letzten 4, 5 Tage dann vorweg ist, dass dann spätestens oder wieder weg ist der Regen. Das ist natürlich ärgerlich. Und weil wir dringend Regen bräuchten. Das Grünland ist so alles komplett ausgetrocknet. Alles harte, wie gesagt, die nassen Stellen, alles fällt überall ins Wasser. Entschuldigung. Und naja. Ja, und das Düngerstreuen, was ich eben sagte, im letzten Vlog war das, im vorletzten mit der Trockenheit und Zwischenfrucht, habe ich ja gesagt, dass wir auch nochmal Dünger gestreut hatten auf die bonnetteren Stellen. Das hätte ich mir ersparen können, weil, wie gesagt, dadurch den fehlenden Regen ist einfach nicht zustande gekommen weiter. Aber das kannst du ja auch nicht. Man hat ja mal gehofft drauf, dass das im Herbst jetzt noch sich mal ändert, das Wetter. Und hat es aber leider nicht. Und momentan ist eben, wie gesagt, so, dass das weiter so bleibt. Im Radio haben die jetzt mal vor 14 Tagen gesagt, Wetterprognose für den Herbst, dass das trocken bleibt. Ja, ist ja momentan also, hat sich nichts geändert dran. Und das Hauptproblem ist, dass wir, wenn das so weitergeht, im Winter noch ziemlich große Probleme kriegen werden, wenn das nicht bald etwas regnet, weil mir ja dann, wenn der Frost wirklich Frost kommt oder im Winter eigentlich so weiter trocken bleibt, dass mir das Getreide, was jetzt eben beim Wintergetreide und der Raps, wenn ich Pech habe, vertrocknet, dass dann wie Gefrier getrocknet, wenn du Pech hast, wenn es zu trocken bleibt. Und das hoffen wir mal nicht. Der Pflanzenschutzberater bei uns, der hat jetzt mal gesagt, dass bei uns jetzt bis jetzt so ungefähr 300 Liter Regen fällen, dass wir auf normale Jahresniederschlagsmenge kommen. Und ich meine, 50 oder 100 Liter ist schon mal was anderes. Aber 300 Liter ist eben schon eine Hausnummer. Man sieht es ja nur schon an den Flächen überall. Wir haben absolut keine Nässe da. So, wenn man nicht überlege, für dritter oder vierter Schnitt. Normal wäre es ja jetzt eigentlich schon der vierte Schnitt. Der dritte ist ja eigentlich von dem Zeitraum her ausgefallen, sage ich mal. Und das ist natürlich die Feuchtigkeit, das merkst du. Es ist eigentlich nicht immer Tau. Wir haben jetzt seit anderthalb Wochen, zwei Wochen, haben wir momentan noch keinen Taufrüß. Durch den Wind eben, dann nimmt das bisschen Feuchtigkeit immer weg. Das wäre schon mal nicht schlecht gewesen, gerade für das Gras, wenn ich wünsche, ein bisschen Tau da ist. Das ist ziemlich so trocken. Das ist, wenn die paar Schattenstellen sind in Ordnung, aber alles andere ist Mist. Und naja, so ist das jetzt momentan der Stand der Dinge. Dann ist das letzte Dichter fürs Grünland. Das ist dann erledigt. Die anderen paar Stellen, was ist denn das jetzt? Ungefähr ein Drittel unserer Grünlandfläche ist das, was wir jetzt mähen. Ich rechne mit 5, 6, 7, 8 Ballen, denke ich mal, wo es irgendwie, sage ich mal, 20 bis 30 Ballen werden müssten. Minimum. Wird nicht reichen, vielleicht 30, 40 Ballen, denke ich mal. Und naja, wollte ich euch bloß nochmal zeigen. Ich hatte jetzt schon mal eher, wo ich vor einer Wiese hatte, schon eine Ecke, was waren das? 2,5 Hektar habe ich da gehauen, da sind 2 Ballen rausgekommen. Das war wegen Dorffest, wegen Dorfplatz, Parkgewiese, deswegen habe ich die schon gehauen gehabt. Und ich sag, das sind auf 2,5 Hektar waren das, glaube ich. Ja, 2,5 Hektar, das sind 2 Rundballen rausgekommen, weil sie 3/4 waren. So, und das wird hier genauso von der Menge her werden, dass wir, wenn es hochkommt, auf einen Hektar einen Ballen haben. Ich
hier auf den Stellen kriegst du das Krone zusammen. Da wird es ein halber Ballen oder so. Aber es ist halt so, ich ändere das auch nicht mehr. Für verschenken will ich es nicht. Wir hatten beziehungsweise ja schon mal ein bisschen mehr. Es stand fast schon schönweise mehr Gras mal da. Großen Regen und so, aber das ist eben momentan alles wieder rückläufig, weil wie es wieder so warm ist und wie gesagt, das letzte bisschen Wasser nimmt der Wind jetzt weg. Das ist schade, aber so ist es. An sich Feldarbeit ist soweit fast abgeschlossen. Ja, jetzt kommen wir nochmal zurück, warum ich überhaupt, das hatte jetzt schon mal eben wie gesagt einen Dive and Ridget gemacht, da bin ich wieder abgedriftet von jetzt, wo ich hin wollte. Da hat es aber mit dem Ton nicht hingehauen. Weil ich das Mikro noch in der GoPro, da hat es wieder mal gar keinen Ton aufgenommen. Und ich habe jetzt das andere Aufnahmegerät, das hat eigentlich jetzt gepasst, immer von der, vom Testen und so, was ich da probiert hatte. Ja, das klappt eigentlich. Und wie gesagt, wenn das jetzt wirklich mal mit dem Aufnahme klappt, dann habe ich immer notfalls noch den nicht so guten, einfachen GoPro-Sound, besser als gar nicht. Und jetzt zum Thema eben Aussaat, ist alles drin im Bodenwetzen. Letzten Weizen haben wir, also Wintergetreide ist alles drin, Wintergerste, Radikale und Weizen ist alles gesät. Den letzten Weizen habe ich jetzt eben am 5. oder 6. Oktober gesät, wo schon wieder beim Ackern dafür, was eben wir das Feld von den Möhren war, was ich euch gezeigt habe, von Möhrenernte, brutalisch geackert. Da kam unten eben aus der Tiefe trockene Erde noch momentan raus, weil es irgendwie Wasser fällt. Und ja, aber wie gesagt, das erste Mal alles drin. Jetzt wäre es nochmal super, wenn es nochmal regnen würde in nächster Zeit für die Saat. Ich habe jetzt bloß noch knapp zwei Hektar Mist zu streuen und das zu ackern, was Kartoffelnäscher wären. Da wollte ich eventuell auch noch ein Video für euch machen und dann sind wir hier drüben 3 Hektar wurde auf der Ecke mit, was Näscher Hafer wird. Das soll dann auch noch im Herbst durchgezogen werden mit dem Flug. Und dann bleibt das liegen. Und das andere, dann habe ich ja noch die 12 Hektar 75, was das sind, was eben vor uns die Zwischenspur vorwärts kommt, dann fällt dann Sommergerste hin auf das Stück. Und aber das wird eben wie gesagt erst im Frühjahr umgebrochen. Da ja jetzt erstmal diese Greening-Maßnahme, da ist die Zwischenspur dort steht. Und wenn wir gerade bei Greening sind, wir haben jetzt auch vom Amt für Landwirtschaft einen Brief gekriegt, dass die Greeningfläche genutzt werden darf, muss und nicht, kein Antrag nicht gestellt werden, dass du die beweiden oder mähen kannst, aber wird zum Mähen ist sowieso viel zu wenig. Wir sind am Überlegen, ob wir die beweiden, ob wir die Option nutzen, aber wenn du die jetzt beweidest, das muss bis 15. Februar trotzdem, oder die Wurzeln eben, wenn das abgefressen ist, verbleiben, darfst du nicht bearbeiten. Die Aussaat der Zwischenfrucht muss eben erfolgen. Steht ja dabei, wenn das eben zustande kommt, dass sie auf der Zwischenfrucht nicht wird, nicht aufgeht aufgrund der Trockenheit, dann musst du das beim Amt für Landwirtschaft anzeigen. Dann prüfen die das, ob das höhere Gewalt ist oder nicht, so nach dem Motto, stand da drin. Und wie gesagt, die ist zwar da jetzt da, aber wie habe ich ja jetzt mal schon gesagt, den Sinn, den die eigentlich haben soll, die Zwischenfrucht, das erfüllt die bei weitem nicht. Das ist eigentlich schade um Sargut und Arbeit gewesen, aber wenn die das so wollen, die EU, dann machen wir das so. Kann ich dann auch nicht ändern. Ja, und jetzt tut das hier noch, aber dann habe ich schon drüben an der, wo die Strohfalm ist, dort die Ecke noch zu hauen. Dann bin ich durch und dann schneide ich mir die Presse einmal vor, da ist schon dabei zu schwaden jetzt. Wie gesagt, das Anwägen braucht nicht, weil das sowieso nicht viel Feuchtigkeit hat, das Gras mehr. Und ja, eigentlich war der Plan, dass wir gestern schon silieren. Aber wir hatten gestern wieder schlimm richtig, fast wie Sturm oder so. Und da werden wir die paar Halme noch, die da sind beim Pressen, fortgeflogen. Deswegen haben wir das heute nochmal einen Tag verschoben. Und ja, ich tue jetzt immer. Das soll jetzt erstmal zum Hauen gewesen sein. Wie gesagt, hier ist es ja super. So wie es hier steht, da könnte es überall sein. Und wir machen dann nochmal einen kurzen Sprung zum Mähwerk. Das zeige ich euch noch. So, jetzt wie versprochen noch zeige ich euch hier das Mähwerk, habe ich ja gesagt. Und
Sachen hier ist, dass es hier aufgerissen. Ich meine, es ist schon 2 Tage alt, deswegen rostet es nur schon. Aber hier vorne, das war schon älter, das hat man aber nicht gesehen, muss ich sagen. Hier fängt es an zu reißen. Hier hat es das verdrückt und mal gucken mal hier unten drunter. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Man erkennt es wahrscheinlich ganz schlecht, dass hier unten alles aufgerissen ist. Jetzt muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich muss erst mal schauen, was und wie. Ob wir das noch reparieren oder nicht. Muss ich mich noch mal fertig schlau machen und mit meinem Monteur noch mal reden, ob wir das ohne viel Aufwand hinbringen, weil das wird ja hier oben bestimmt irgendwie die Riemenscheibe ab, die Welle muss ja rausgezogen werden hier und dann müssen wir mal sehen. Und das Mähwerk ist ja nun schon immer das Neueste, habe ich ja nun schon ziemlich lange, habe ich auch gebraucht damals gekauft, mal sehen, da gebe ich euch wahrscheinlich später irgendwie noch mal, oder werde dann ja spätestens nächster im Überblick bei dem nächsten Schnitt, ob wir das wieder nehmen oder nicht. Das soll es da erstmal gewesen sein zum dritten Schnitt mähen. Danke ich mich fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, Leute.